Ai, 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 ai. Könnte ich irgendwie. Die Weiche umstellen. Diese Weiche muss ja weg. So, und wie muss ja die Weiche weg? Oder wie ich bin jetzt gerade ein bisschen blöd. Gerade. Habe ich jetzt irgendwas verpasst gerade? Ich muss doch. Wäre. Hä? Ach, warte mal, ist das Häuschen, ne? Ne, ist das nicht. Das ist das Güterwaggon. Ach Menno, was soll der Kack? Wie muss ich ja das? Hä? Ernsthaft, jetzt bin ich ja irgendwie gerade komplett aus dem Leben. Ja. Wer sucht, der findet. Das wollte ich nämlich eigentlich gemacht haben. Ich wollte nämlich die Weiche umstellen. So, jetzt können wir nämlich. Jetzt können wir versuchen, zumindest in Freiheit zu kommen. Oh, Alter, was für eine Kacke. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. So, jetzt fahr bitte geradeaus weiter. Yay! Scheint zu funktionieren zumindest. Ich hoffe, dass es auch jetzt so bleibt. Bitte nicht. Komm, fahr bitte durch. Jawohl. Eigentlich habe ich jetzt keine Lust auf irgendwelche unliebsamen Überraschungen. Bitte nicht. Oh, oh. Verdammt. Wie kann ich denn jetzt raus? Oh, willst du nicht raus? Nein! Ach man, Artyom! Ja. Och, leck mich doch, Alter, dass du nicht rausgegangen bist. Warum? Bleib lieber doch. Oh, ich muss dann lieber da bleiben. Ich lass mich lieber von irgendwelchen Leuten da schießen. Was soll der Scheiß? Was läuft denn heute? Jetzt läuft's gerade irgendwie gar nicht momentan.
Der ist aber einfach nicht ausgestiegen. Da hatte der irgendwie gar keinen Bock drauf. Der will gar nicht aufstehen, ne? Ja, warum gehst du nicht raus? Kann ich jetzt gerade gar nichts mehr machen? Hallo, lieber Artyom. Ach Mann. Okay. Frage ich mich gerade, was er jetzt von mir will. Kann ich versuchen, so unauffällig wie möglich den Typen weg zu holen. Hey, der Hurensohn ist hier. Da ist er, dieser Scheißer. Scheiße. Nimm das, du Mist! Hast du bereit? So. Ich komme nicht hoch, ne? Du verdammter Schweinehund! Das war mir so klar, dass ich jetzt muss ich wieder laden. Och Mann. Naja, dann sehen wir uns halt im nächsten Part wieder und versuchen da irgendwie rauszukommen.